erstmal muss man zum Spielverlauf so sagen, wie Sie ja eben schon in der Frage formuliert haben, dass wir das 2-0 sehr schnell erzielt haben, auch noch Chancen hatten in der Anfangsphase in den ersten 15 Minuten deutlich höher zu führen. Und ja, das zeigt unser Manko auch noch, dass wir noch große Schwankungen in unserem Spiel haben. So war das auch heute der Fall. Wie gesagt, eine Anfangsphase, die ohne, wie man so schön hier sagt, auf den Putz zu hauen, auch höher hätte ausfallen können. Dann aber Griesheim stärker aufgekommen in der Zeit. Wir hatten zwei mögliche Chancen zum Knockout noch, wenn wir in der Zusammenfassung bestimmt auch sehen können, über Niki Krause und über den Marco Weber mit dem Elfmeter. Das haben wir nicht gepackt, haben uns dann noch da dagegen gewehrt und dann mit dem notwendigen Quäntchen Glück das Ding über die Zeit gebracht. Spielverlauf war ähnlich wie Sonntag gegen Seckbach. Wir haben gut angefangen und dann haben wir aus unerklärlichen Gründen die Griesheimer wieder ins Spiel kommen lassen und haben dann am Schluss wieder füreinander gekämpft und Moral gezeigt und der Einsatz hat gestimmt und das hat schlussendlich auch den Ausschlag gegeben, denke ich. Ihr habt ja jetzt nur eine Kamera und keine 7 Kameraperspektiven. Ich stehe 70 Meter weg, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Bin nicht imstande, es zu beurteilen. Wenn es keinen Elfmeter gibt, haben wir aber auch die Überzahlsituation und der Marco Weber steht mit einer 3-gegen-1-Situation 6 Meter vom Tor. Also ob das jetzt Elfmeter gibt oder die Situation ausgespielt wird, beides ist eine 100%ige Torschuss. Muss ich ehrlich gesagt auch sagen, ich habe gedacht, der Schiedsrichter hat Freistoß für Griesheim gepfiffen. Also einen Elfmeter habe ich jetzt persönlich auch nicht gesehen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber es war ja dann ausgleichende Gerechtigkeit, dass er nicht reingegangen ist. Schlussendlich haben wir trotzdem etwas glücklich, aber doch, denke ich, verdient gewonnen. Ich glaube, ich würde mich unglaubwürdig machen, wenn ich 4 Siege in Folge habe und sage, ich gucke nicht nach vorne oder man orientiert sich nicht nach vorne. Wir haben noch große Schwankungen in unserem Spiel, das ohne Frage, aber wir haben jetzt 4 Siege am Stück erreicht, was uns ja auch erstmal jemand nachmachen muss. Also tendenziell Blick nach vorne, nach oben. Ist natürlich ein schönes Gefühl, da oben zu sein, aber ist auch nur eine Momentaufnahme. Die Liga dieses Jahr ist sehr ausgeglichen, da kann nahezu jeder jeden schlagen. Und wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen so schnell wie möglich unsere Punkte sammeln und dann mal sehen, was nach oben geht.